Herzlich willkommen, liebes Publikum vom Stadtportal Bielefeld. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier, einen Historiker, Soziologen, Politologen, aber er ist auch hauptsächlich Bielefelder, er ist Krimi-Autor und er macht auch noch Musik. Heute haben wir hier Dr. Hans-Jürg Kühne. Hallo, herzlich willkommen erstmal bei uns hier im Studio. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, Herr Kühne, wir sind auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie ja durchaus ein, ich würde es mal so sagen, ein Wissenschaftspromi sind. Sie sind einer von den Wissenschaftlern, die auch nach außen gehen und die auch Wissenschaft für den, ich sag mal, normalen Bielefelder verständlich machen. Es ist ja eigentlich so, normalerweise, die Wissenschaft wird ja bezahlt von Steuergeldern. Die Wissenschaftler sitzen im Elfenbeinturm und sie forschen, machen tolle Sachen. Aber der normale Bielefelder bekommt es nicht mit. Sie machen das ja so ein bisschen anders. Sie haben ja hier im Rahmen der 800-Jahr-Feier eine Vortragsreihe. Aus dieser Vortragsreihe sieht man auch so ein bisschen so Ihre Schwerpunkte, was Sie auch in Ihrer Forschung gemacht haben. Also Sie haben zum Beispiel ja schon an Projekten mitgearbeitet, und wo es halt zum Beispiel um die Situation der Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg ging, aber auch jetzt im Rahmen der 800-Jahr-Feier gibt es ja auch so einen Fokus. Ist das ganz generell so ein bestimmtes Interessensgebiet oder wo liegen so Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte? Also diese Regionalgeschichte, die ich schon lange betreibe und versuche also mit qua wissenschaftlichen und auch nicht so ganz wissenschaftlichen Mitteln in die Bielefelder Öffentlichkeit oder in die Regionale hineinzutragen. Wie man auf diese Schiene kommt, kann man letztendlich schwer nachvollziehen. Vielleicht war es so, dass ich vor längerer Zeit, vor Jahren mal ein Angebot hatte von einem Verlag, der eben so regionalgeschichtliche Sachen hauptsächlich macht. Damals ging es um den Bombenkrieg. Das war 2002, 2003, große Diskussionen in Deutschland. Damals erschien dieses Buch von Jörg Friedrich, Der Brand. Und dann setzte sich das in allen Regionen fort, dass darüber diskutiert und geforscht wurde. Und so kommt man da drauf. 2 Jahre zuvor, 2000 oder vielleicht 1999, 2000, die große Diskussion um Zwangsarbeit und die Entschädigung der ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Deutschland. Auch das angeregt durch, kam aus den USA die Diskussion, da wollte man deutsche große Unternehmen boykottieren, weil die Zwangsarbeiter nicht entschädigten. Es gab eine Sammelklage, riesige Beträge liefen da zusammen. Und dann setzte auch so eine regionalgeschichtliche Perspektive ein in allen größeren Städten und kleineren Städten oder Landstrichen, die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hatten. Also da erlebte ab dem Jahr 2000, sagen wir mal, so eine regionalgeschichtliche Ausrichtung nochmal so einen richtigen Push. Das war schon in den 1970er und 1980er Jahren immer relativ belächelt von der Geschichtswissenschaft, die, wie Sie schon sagten, im Elfenbeinturm wichtige Dinge erforscht und Mosaikstückchen, aber den Blick aufs große Ganze hält und eigentlich gar nicht so an Regionalgeschichte interessiert war. Also wurde immer kritisch beäugt. Ja, da haben Sie mir so ein kleines Stichwort gegeben, Regionalgeschichte. In den 90ern, späten 90ern, da haben Sie sich an einem Projekt beteiligt, die Wäschefabrik. Das ist ja auch erstmal ein regional etwas sehr Besonderes, dieses Museum Wäschefabrik. Der Gebrüder, ich muss gerne mal schauen, Winkel, richtig. Auch hier auch eine lange Geschichte dahinter, von auch Judenverfolgung und auch wieder irgendwo die Wurzeln irgendwo im Dritten Reich, die aber bis in die Gegenwart angingen. Die Gebrüder Winkel haben dann auch das Wesen eigentlich nicht mehr halten können, haben es dann quasi mehr oder weniger, ja, würde man sagen, abgeben müssen und dann durch einen Zufall mehr oder weniger, durch einen Fotografen, der dann damals auf dieses Gebäude gestoßen ist, ist dann ja auch so eine Initiative ins Rollen gekommen und dieses Museum wurde dann zum Glück mit Bielefelder Unterstützung dann irgendwie dann doch wieder am Leben erhalten, also interessanterweise auch ziemlich originalgetreu. Nicht? Und Sie haben sich da ja auch damals sehr stark für stark gemacht. Wie war das denn damals? Also da hatte sich ein eingetragener Verein darum gebildet und die hatten schon Gelder beantragt bei der Kommune, bei der Stadt, aber auch bei der NRW-Stiftung, die sich also stark macht für solche oder immer schon stark gemacht hatte für solche Projekte, Museumsprojekte. Und da hatten die also schon eine Menge, also vernünftig viel Geld, um das zu renovieren, das Haus. Gleichzeitig mich damals, hatte gerade meine Dissertation fertig und kam frisch von der Uni und da fragte man mich, ob ich da mitarbeiten möchte beim
Aufbau. Es ging also in dieser Phase um die Eröffnung zum Museum, dass also Leute da sonntags, hat das jetzt geöffnet und für Besuchergruppen, unter der Woche selbstverständlich auch, dass man da also wie in ein klassisches Museum hineinspazieren kann, man zahlt vorne Eintritt, so ist das ja in Deutschland üblich und geht dann durchs Museum, guckt sich das an und liest irgendwelche Texte, die verschiedene Dinge erläutern. Also das war sozusagen diese Endphase, wo das dann endlich zum Museum eröffnet werden könnte. Das habe ich glücklicherweise miterlebt oder mitgearbeitet daran und eine Menge gelernt, denn Museumsarbeit ist dann doch auch wieder eine ganz andere oder eine doch deutlich andere als die in Büros an der Universität oder in Bibliotheken, wo man sozusagen vor sich hin forscht und Erkenntnisse irgendwie dann in einem Aufsatz veröffentlicht. Also normalerweise ist es ja so, der Steuerzahler zahlt natürlich für die Forschung und die Wissenschaftler sitzen, so, ich hatte es vorhin schon gesagt, im Elfenbeinturm. Ich finde es halt immer persönlich auch interessant, wenn dann der Wissenschaftler in die Öffentlichkeit geht und sagt, hey, wir haben ja was Tolles geforscht, ne? Ich zeige euch das alles mal, wir können das und das machen, wir können das zeigen, wir haben ja mit den Forschungsgeldern, die aus der Bevölkerung kommen, wir haben tolle Sachen gemacht und das könnt ihr heute sehen, ihr könnt daran teilhaben, vielleicht auch dann selbst dann Ideen, also für den Rezipienten, dass der dann Ideen entwickelt, um dann aus diesen Erkenntnissen vielleicht ein Produkt zu machen. Ja. Und das, da finde ich, ist ja die Universität oder die Forschung so ein bisschen im Zugzwang, dass sie quasi den Geldgebern ja da so ein bisschen auch was liefern muss. Nicht? Ja, ich meine, klar, es ist natürlich nicht einfach, weil Wissenschaftler sind keine PR-Menschen, aber irgendwo ist das ja schon wieder. Wie sehen Sie das? Naja, die Wissenschaft muss Wissenschaftliches liefern, klingt jetzt doof oder selbstverständlich in gewisser Weise. Und das geht häufig relativ unbemerkt an der Öffentlichkeit vorbei. Das heißt, die Professorenschaft, die deutsche, auch die Geschichtswissenschaft, aber eben andere Fachbereiche aus, die tauschen sich über diese sogenannten Aufsätze oder neue Monographien aus, die im Sprech der jeweiligen Wissenschaft gehalten sind und von daher allgemein eher schwer zugänglich sind oder sehr trocken erscheinen und schlichtweg kaum lesbar. Es geht in diesen Publikationen um Informationsaustausch von Forschungsergebnissen. Und so sieht sich die Geschichtswissenschaft auch und zieht sich darauf zurück. Mir selbst, ich finde das auch auf einer Seite faszinierend, da bin ich ein Bielefelder Kind oder ein Kind der Bielefelder Schule, der Geschichtswissenschaft. Mir selbst war das einerseits, fand ich das toll, andererseits war mir das aber zu wenig. Also den Kontakt oder den Leuten, also was in die Öffentlichkeit tragen, das fand ich immer sehr interessant. Und ich habe da ein großes Vorbild, der leider jüngst verstorbene Hans-Ulrich Wehler, unser großer Stern an der Geschichtswissenschaftlichen Fakultät in Bielefeld, mitverantwortlich für den Aufbau teilweise der Uni selbst, dieser Reform-Uni und vor allem natürlich der Fakultät für Geschichtswissenschaft, der ist erstaunlicherweise erst so im letzten Drittel seines Lebens, in diesen Lebensabschnitten, da ist er verstärkt an die Öffentlichkeit gegangen und hat argumentiert, untermauert mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber er saß dann in Talkshows, die letzte war die Talkshow mit Anne Will, und verbreitete da oder unterstrich da seine Thesen. Und zwar allgemein verständlich und für alle nachvollziehbar. Man muss ja nicht seiner Meinung sein, denn er vertrat immer auch das hieß dann agonales Prinzip, das Prinzip der scharfen Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit über öffentliche Themen. Und er ist auch in Bielefeld, wenn er hier irgendwo öffentlich auftrat und was sagte, ist er immer mit einer provokanten These sofort nach vorne gegangen, um da gleich den Laden aufzumischen. Und da dachte ich mir, das ist so ein Geschichtswissenschaftler nach meinem Herzen. Das fand ich richtig gut. Erstaunlicherweise, ich sagte es, hat er das erst relativ spät begonnen, dieses scharfe nach vorne gehen in die Öffentlichkeit und zu sagen, das und das läuft hier im Land falsch oder in Bielefeld falsch. Also Sie machen das ja auch in etwas anderer Form. Sie nutzen ja die 800-Jahr-Feier in Bielefeld. Sie haben ja zusammen mit dem Kastalia Literaturkontor eine Vortragsreihe, wo Sie natürlich auch verschiedene Bielefelder Themen, historische Themen der Neuzeit und auch der letzten
ja teilweise sogar bis in die Renaissance thematisch gehen. Also ich erinnere mich, Sie haben einen sehr schönen Vortrag über Arminia gehalten zum Beispiel, aber auch, aber auch durchaus andere. Die Renaissance von Arminia, genau. Das ist ja auch eine Renaissance gewesen jetzt letztendlich tatsächlich, auch wenn es nicht viele hundert Jahre her war. Das ist ja letztendlich, haben Sie da ja genau das, Ihr Vorbild quasi in einer gewissen Form natürlich adaptiert oder übernommen und versuchen ja auf diese Art und Weise den Bielefeldern auch so ein bisschen die eigene Geschichte nahezubringen. Ob es nun Arminia ist oder ob es auch der Zweite Weltkrieg und die ganzen Gräueltaten, die damals entstanden sind. Ist das so ein persönliches Anliegen an Sie, dass Sie sagen, die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs, da müssen wir daraus lernen, das darf nicht passieren. Ist das ein persönlicher Schwerpunkt von Ihnen, der Zweite Weltkrieg, oder also die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, oder haben Sie auch eine andere? Also der Zweite Weltkrieg und alle Verwerfungen, die damit zusammenhängen, der NS-Zeit, die sind in Bielefeld an der Fakultät für Geschichtswissenschaft immer auch im Zentrum der Forschung gewesen oder des Betrachtens. Das habe ich mitbekommen durch mein Studium. Und darum ist das fast automatisch das Gefühl, stellt sich ein, als läge da so ein Schwerpunkt drauf. Das muss, und das musste auch gleich zu Anfang meiner 12 Vorträge in diesem Jahr, jeden Monat einer, zu einer bestimmten Epoche der Stadt oder einem bestimmten Sachverhalt. So habe ich das geplant. Und das Castalia Literaturkontor, was Sie freundlicherweise erwähnten, eben auch. So machen wir das in diesem Jahr. Und ganz zu Anfang sind wir mit der NS-Zeit eingestiegen, denn das ist sozusagen die, ja, neben dem Ersten Weltkrieg, die andere Urkatastrophe des vergangenen Jahrhunderts. Das muss betrachtet werden, und dann habe ich den Leuten bei diesem ersten Vortrag auch gleich zu Anfang gesagt, das machen wir gleich vorneweg. Das ist im Prinzip das unangenehmste Thema in so einem, es soll ja gefeiert werden, 800 Jahre. Und das ist das schrecklichste und unangenehmste Thema von allem. Und darum habe ich es ganz nach vorne gesetzt, sozusagen, wie so ein Fanal, das haben wir jetzt erstmal abgehandelt, aber das ist betrachtet worden, das war wichtig. Und dann kommen jetzt danach sozusagen die schöneren Dinge, denn ich werde auch über das Leben im Mittelalter in Bielefeld noch, das wird im Dezember sein, da werde ich drüber referieren. Jetzt demnächst ist die Pest, 1636 hatten wir die Pest in Bielefeld dran. Das sind zwar auch keine schönen Themen, aber sie sind weit weg und sie sind, ich hatte diese Vortragsreihe überschrieben wie Barbara Tuchmann, eine Historikerin, ein ferner Spiegel. Da kann man dann immer anhand der Ereignisse von damals vielleicht Parallelen ziehen oder Dinge aufzeigen, die sich vielleicht gar nicht so stark geändert haben. Gut, aber die Pest gibt es ja zum Glück nicht mehr, aber es gibt natürlich andere Sachen, die heutzutage auch die Menschheit bedrohen. Aber nun mal ein bisschen weg von der Geschichte, von der Historie. Sie sind natürlich nicht nur Historiker, sondern Sie sind auch sehr begnadeter Krimi-Autor. Haben Sie da inzwischen ein neues Buch im Hinterkopf oder was machen Sie da momentan? Also wer sich für einen Schreiberling hält, wie ich das auch tue, und in der Belletristik sich tummelt, der schreibt natürlich ständig an irgendetwas herum. Erstaunlicherweise habe ich mich jetzt an einen historischen Roman, Querstrich historischer Krimi, gemacht. Und der wird in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts spielen. Vielleicht sogar hier in der Region, man weiß es nicht, nicht? Also vielleicht setze ich ihn hier hin. Und es geht darum um Verbrechen, die ganz aktuell klingen, wie in Anführungszeichen Mord. Selbstverständlich ist das kein aktuelles Phänomen. Und es geht um die Verwerfung jener Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts, wo die Reformation sich durchsetzt, wo der Bauernkrieg in einigen Landstrichen Deutschlands oder der damaligen deutschen Länder tobt. Und das ist eine sehr unruhige Zeit. Und da erwacht vor dem Hintergrund von Renaissance-Interessen der deutschen Landesherren, da erwacht so ein Interesse an den neuen Wissenschaften. Man entfernt sich ein bisschen von der Kirche. Also sehr unruhige Zeiten. Und da setze ich meine Handlung rein. Und möglicherweise enttäusche ich da diesen oder jenen, der sich freut auf ein nächstes Abenteuer mit meinem Hauptkommissar Thomas Kuss, so heißt er, der sich durch meine jetzigen Publikationen zieht. Also da sitze ich gerade dran und ich bin schon selbst gespannt, was es wird. Natürlich habe ich die Handlung im Kopf, aber das wird also ein historischer Roman. So ein dicker Wälzer, der in den Buchhandlungen immer an bestimmten Ecken liegt und diese farbigen Einbände hat. Nicht?
Also wir sehen auch hier, Sie gehen hier wirklich durch die Geschichte von der Neuzeit bis in die tiefste Vergangenheit. Musikalisch machen Sie das auch. Sie sind ja musikalisch angesiedelt, sowohl in der Klassik als auch in der Moderne. Sie machen Jazz, aber Sie spielen halt auch Vivaldi und Bach. Haben Sie da auch so eine Lieblingszeit, in der Sie sich musikalisch aufhalten? Oder sagen Sie, alles, was mich herausfordert, mache ich? Ob es nun Udo Lindenberg ist, Jürgen Drews oder ein anderes Jazzorchester, spielt mir keine Rolle. Ich mach's. Ja, so eine Hochnäsigkeit, ich mache nur meine eigenen Sachen, die mir gefallen, die habe ich längst abgelegt. Tatsächlich ist das, wozu man gerufen wird, also wenn ich einen musikalischen Job kriege, ich spiele Saxophon, ich biete aber auch Querflöte an und Alto-Sax, Tenorsax, und dann wird man irgendwo gerufen und sagt, hier, du musst oder sie müssen da und da mitspielen, und dann denkt man, was, für deutschen Schlager beispielsweise habe ich mich noch nie so richtig und so recht interessiert. Auch das sind Herausforderungen, es macht Spaß und man bekommt Einblicke in die Szene. Andererseits tummle ich mich in Bläsersets, da spielte ich vor kurzem dann mit Trompete, Posaune zusammen und da begleiteten wir so einen Gospelchor, ziemlich bekannt sogar, der sein 20-jähriges Jubiläum hatte. Dann landet man da, dann mit einer Soulband, aber auch in Rockbands unterwegs. Dann hatten wir Classic meets Pop hier in Bielefeld, mhm. Das fand zweimal in der Seidensticke oder dreimal sogar in der Seidenstickhalle statt, in diesem Jahr in der Stadthalle hier am Willy-Brandt-Platz. Und auch da ist man dann, saß ich dann plötzlich in einem klassischen Orchester und spielte meine Instrumente und kriegte dann also den Score, die Noten dahin geworfen, los, hier abspielen. Und dann war ich plötzlich, saß ich unter dem Holzbläsern in einem veritablen großen Orchester. Und auch das fand ich eine ganz phänomenale Erfahrung. Privat höre ich entsprechendes Rock, Pop, Jazz, selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite bin ich großer Bach-Fan, Vivaldi und Bach. Und da gibt es Flötenliteratur, die man spielen kann. Und das sind sozusagen, was Bach liefert, das sind sozusagen die Roots aller Musik, mhm. die später kommt. Und selbstverständlich tummle ich mich auch da. Und was man für Vorlieben hat, das ist bei mir saisonal unterschiedlich. Ich glaube, das ist bei allen Menschen so. Man hört diese Scheibe plötzlich wieder oder man hört im Radio oder sonst wo, da wird irgendwas besprochen. Gestern besprach man hier Deutschlandradio Kultur, dann Fear of Music von den Talking Heads von 1979 und dachte, oh, musst du mal wieder hören. Dann YouTube macht's möglich. Und dann dachte ich, Donnerwetter, das ist ja toll. Da war ein Lautgedicht von Hugo Ball, das wusste ich gar nicht, war vertont worden, I oder I Zimbra hieß das Stück. Mhm. Alle dachten damals, weil das so ein richtig knüppelharter Funk und sehr grooviges Stück war, ach, das ist wahrscheinlich so ein afrikanischer Dialekt, den die da singen. Das hat wahrscheinlich was mit Weltmusik zu tun oder so. In Wirklichkeit war es ein Lautgedicht, ein dadaistisches Gedicht von Hugo Ball aus den 1920er Jahren. Also hochgradig interessante Sachen. Gut, das heißt natürlich immer schön die Augen und Ohren offen halten. Das lernt man ja glücklicherweise bei den Historikern hier in Bielefeld an der Uni. Immer wach bleiben, immer gucken, was links und rechts passiert und nicht sagen, das ist diejenige Musik, welche, alles andere zählt nicht. Also, liebe Zuschauer vom Stadtportal, Dr. Kühne hat uns quasi die Absage gemacht. Immer schön aufpassen, Ohren offen halten, Augen offen halten und sehen, was um einen herum passiert. In diesem Sinne, bleiben Sie wachsam.